Hallo, liebe Freunde des Internets. Noch schnell ein Ostergruß von mir zu dieser Woche KW15. Wir reden wieder über Tesla, die Ankündigung zum Model 3. Wir reden aber auch über Opel und den Ampera E. Wir reden auch darüber, dass Strom vielleicht teurer wird. Ja, und über die Aktienkurse. Ja, was war diese Woche so Aktuelles im E-Mobil-Land unterwegs? Einmal kurzer Blick. Tesla-Aktie, 51 Milliarden US-Dollar wert, auf dem Höchststand in dieser Woche. Damit der teuerste Automobilhersteller der USA. Bei uns hier BMW und Mercedes sind noch ein bisschen mehr wert. Schauen wir mal, wie das weiterläuft. Interessant, weil Tesla ja in den letzten Jahren, man sieht es hier unten rechts, eigentlich nur Verluste gemacht hat und noch überhaupt keine Gewinne. Also da ist die ganz hohe Erwartung der Aktionäre, dass es jetzt mit dem Model 3 und den zukünftigen Modellen wohl richtig mal vorwärts geht. Ganz konkret, die Woche gab es ein Auf und Ab, aber Tesla, die Tesla-Aktie hat diesen magischen Kurs von 310 US-Dollar erreicht. 305 war ja so die Marke, was viele Analysten gesagt haben, ist so das Maximum. Hat sich auch bewahrheitet, dass hier oben durchaus jetzt so eine Widerstandslinie ist. Da müssen wir erst wieder hin. Deshalb gab es jetzt auch nochmal die letzten Tage einen Abwärtstrend und jetzt wieder aufwärts. Schauen wir mal, wie es läuft. Kann schon sein, dass das jetzt ein bisschen das Ende ist von dem großen Verdienen an der Aktie. Aber man weiß es nicht. Die nächsten Ankündigungen von Elon Musk sind ja schon wieder da. Das kann auch ganz anders noch aussehen und weiter steigen. Ich habe auch gemerkt, die letzten Tage gab es sehr viele Meldungen, dass die kommunalen Betriebe umstellen auf Elektromobilität. Frankfurt, Offenbach, Düsseldorf, Passau, dann noch die Sache da von der Deutschen Post und in Tübingen und keine Ahnung, auch in der Schweiz. Alle wollen irgendwas mit E-Mobilität, mit E-Bussen und Bahnen machen. Ja, Bahnen waren ja schon immer elektrisch. Ich habe das nochmal hier hingeklebt. Bei uns hier in Esslingen gibt es ja die E-Busse schon ewig. Das sind so eigentlich Teile, die können sowohl mit Oberleitung fahren, sieht man hier, als auch ohne, mit Akkubetrieb. Haben auch teilweise gibt es auch Hybridfahrzeuge. Und ich habe ja selber mal festgestellt, stehst du in der Innenstadt von Stuttgart und es stinkt und ist ein Lärm ohne Ende. Also das lautlos, ohne Gestank in der Innenstadt, das ist natürlich, wäre noch eine Alternative. Also da bewegt sich auch was, sehr schön. Und wir haben Meldungen, dass die ersten Opel Amperas wohl in Europa zugelassen sind. 68 Stück, ganz schöne Menge. Wahrscheinlich Vorführwagen oder sowas. In Deutschland sogar Zulassungen sind das. Wobei, ich habe da unten mal ein paar Bilder hingeklebt von den Sachen, die man so im Internet findet. Das sind ja alles die GGs, die Gaggenauer Zulassungen da von Opel direkt. Interessant, wie viel Farben es da gibt. Bin echt gespannt. Im Mai soll ja der Verkaufsstart in Norwegen sein. Da werden wir auch endlich mal den Konfigurator dann richtig sehen und was wirklich verfügbar ist jetzt hier von Opel selber. Und da habe ich auch so die Größenordnung, dass hier tatsächlich bei den Händlern vielleicht Vorführwagen zur Verfügung stehen, zumindest bei den größeren Niederlassungen. Peinlich, natürlich wieder. Ich habe das schon mal gesagt, es gibt dort auch so eine Art Registrierung, kostenfrei, dass man sich für den Newsletter sozusagen registrieren kann bei Opel, beziehungsweise man wird dann benachrichtigt, sofern die Fahrzeuge wirklich hier in Deutschland verfügbar sind. Und es wurde jetzt doch nochmal zugegeben von der Tina Müller, der Marketingchefin, dass man nur begrenzte Stückzahl zur Verfügung hat und dass die Anfrage viel größer ist. Wir verstehen es nicht, was da los ist, was mit den Margen da los ist, warum man das nicht hochfahren kann. Okay, bin überhaupt mal gespannt, überhaupt mal so ein Fahrzeug jetzt hier zu sehen. Ich werde weiter berichten. Elon Musk hat sich auch vorgenommen, jetzt noch eine Enthüllung vom Model 3, dem finalen Stand zu machen. Im Juli diesen Jahres, vermutlich ja wieder Ende Juli dann, wenn er solche Sachen sagt, um dann doch mal konkret zu zeigen, was ist denn jetzt hier mit diesem Modell hier da, mit diesen Modellen, die wir da immer sehen, diesen Pre-Production-Modellen,
Wie viel Abweichung zu den gezeigt, vor einem Jahr gezeigten Enthüllungsmodellen ist denn da jetzt eigentlich? Draußen hat sich ja doch nicht so viel verändert. Jetzt hat man ja mal ein bisschen hochauflösendere Bilder hier gesehen. Chargeport ist noch so eine Frage und auch das Display, was da jetzt drauf zu sehen ist. Da gab es jetzt mal ein paar Shots, wo man gesehen hat, das hat sich doch ein bisschen verändert. Und natürlich, was uns komplett fehlt, Ausstattungsvarianten, Preise und so weiter. Ich gehe weiterhin davon aus, es ist ein Modell unterhalb der S-Linie, also wird es auch in Anführungszeichen günstiger bleiben. Es wird nicht alle Optionen kriegen, man wird das Teil nicht zu einem Model S aufrüsten können. Kann auch sein, dass da gewisse tolle Features komplett wegfallen, die es da gar nicht gibt jetzt in dem Dreier-Modell. Das wird man dann sehen. Mir reicht ja schon Supercharger und Autopilot und so weiter. Naja, gucken wir mal, welche Akkukapazitäten, welche Reichweiten dann da machbar sind. Das Auto ist leichter, wird auf jeden Fall mit einem kleineren Akku auch weiterkommen als die S-Modelle. Es ist aber kein neues Modell von Tesla, was jetzt so eine Marktführerschaft, so eine Innovationsträgerschaft hat. Das ist nochmal ganz deutlich gesagt worden. Und deshalb wird es auch jetzt echt Zeit, dass man das wirklich sieht, was die Preise sind, was die Optionen sind, damit diese Spekulationen aufhören. Obwohl ich da habe immer gedacht, das ist wie damals, wo die bei Apple immer die iPhones aus Versehen die Prototypen in irgendeiner Bar haben vergessen haben. Das ist einfach die Taktik, wie man hier mit den Medien spielt und die potenziellen Kunden bei Laune hält. Aber ja, wir mögen diesen Spaß ja, diese Geheimniskrämerei, diese Enthüllungstaktik von Elon Musk und so, das ist das Spiel. Weitere Ankündigung, der ominöse LKW, Model Y, soll ja eigentlich auch die Woche, nächste Woche irgendwas kommen. Weitere Tweets dazu von Elon Musk. Und man kann sich jetzt so eine Reihe zusammenstellen, was es dann wohl alles für Modelle geben wird. Neben dem Dreier, was ja klar ist, dann nochmal ein Y-Modell basierend auf dem Dreier-Chassis. Und dann vielleicht noch einen neuen Roadster, war ja schon angekündigt. Ein Minibus, ein Pickup-Truck und dieses LKW-Modell. Werden wir sehen. Ankündigung da, Ende des Jahres. Das hat man da, ja. Oder auch erst nächstes Jahr. Da läuft noch einiges, da sind noch die nächsten Pläne auch schon in der Schublade bei Tesla. Interessant, interessant. Die Woche kam auch etwas schwierige Meldungen. Der Strom soll teurer werden. Irgendwie haben ein paar Leute rumgerechnet. Ich habe eher das Gefühl, das ist so ein bisschen Gegenwind. Wenn man 1 Million E-Autos tatsächlich hätte, so wie die Bundesregierung sich das ja vorstellt, bis 2020, müsste man 7.100 Schnellladesäulen haben, von denen man im Moment nur 10% bisher aufgebaut hat. Und dann 6 Millionen bis 2030, 6 Millionen E-Autos, dann braucht man entsprechend nochmal mehr. Das war das eine. Und das zweite war, ja, wenn jetzt überall die Leute in ihren Wohngegenden plötzlich nachts ihre Autos aufladen, dann bricht uns das Stromnetz zusammen. Das alles, Umkehrschluss, müssen wir mordsmäßig investieren oder die Energieerzeuger, Konzerne, Infrastruktur muss erweitert werden, verbessert werden. Und wer zahlt das? Natürlich der Endkunde über den Strompreis. Jetzt ging man davon aus, man trennt nicht zwischen dem Strom, der in die E-Autos reinfließt und dem Strom, den man hier so im Haushalt verbraucht. Also es trifft plötzlich alle, auch die, die gar kein E-Auto haben. Also da wird irgendwie Schwarzmalerei, Lobbyismus auf eine falsche Richtung betrieben, Kritik geübt. Mal schauen, wie das weiterläuft. Ich habe immer auch gesagt, irgendwie, wir müssen da viel mehr Ladesäulen haben. Wenn die Masse an E-Autos kommen, wird das so nicht funktionieren. Bei Tesla sieht man jetzt, wie man da sich vorbereiten muss, dass da nicht Leute an der Ladesäule parken oder sowas. Okay, aber dass das Stromnetz zusammenbricht, naja, ist schon ein bisschen weit hergeholt. Klar, kann, aber ich bin da nicht der Experte. Kann in einigen Gegenden ja tatsächlich passieren. Finde es nur ein bisschen negativ aufgezogen, die ganze Sache jetzt hier und dann auch zu behaupten, ja, das wird nachher den Endkunden dann einfach so treffen und die Stromkonzerne, die ja den Umsatz machen, die wollen da nicht investieren. Investieren. Ja, ich muss jetzt auch mal so langsam in ein neues Auto investieren. Ich habe das ja schon mal angekündigt. Projekt E-Auto 2018. Nächstes Jahr, Februar, muss ich ein neues Auto haben. Das heißt, ich sollte jetzt mal so langsam, spätestens Mitte des Jahres, bestellen. Die Rahmenbedingungen erzähle ich euch nochmal in einem separaten Video. Hab euch mal hier so ein bisschen hingemalt, was so die Möglichkeiten sind.
Vor allem bei mir jetzt, wenn man doch beschränkt ist darauf, deutsche Hersteller eigentlich zu nehmen. Tesla habe ich jetzt nur mal dran geklebt, weil ja jeder weiß, ich habe Model 3 reserviert. Aber eigentlich wäre im Fokus tatsächlich hier der Ampera E, der BMW i3, der Golf, der e-Golf, die B-Klasse Elektrik und vielleicht der Focus. Der hat sich die Woche eigentlich verabschiedet. Ford will ihn wohl nicht mehr weiter produzieren. Oder doch das Model 3. Die deutschen Hersteller könnte ich im Leasing kriegen, was ja gar nicht so schlecht ist, wenn es jetzt um E-Mobilität geht, damit man auch nicht so viel investiert. Das Model 3 müsste ich eigentlich richtig kaufen. Oder dann doch gleich ein S. Also, da gehen wir nochmal drauf ein, was da die Kriterien eigentlich sind, was da die Anforderungen von meiner Seite sind. Und klar, ich werde auch nochmal zu jedem Händler hinlaufen und sagen, hier, kannst du mir jetzt eigentlich mal die Modelle zeigen? Wie sind denn da die Preise? Wie sieht denn das jetzt aus? Was ist da verfügbar? Was kommt dann noch? Und ihr seid live dabei. Wo ihr auch live dabei seid, ist die nächsten Messen. Ich werde da mal so ein paar Abstecher machen. Eine Messe blende ich nochmal kurz ein. Die war letzte Woche, die ITEFA-Messe. Da habe ich ja auch den Tesla Markus getroffen, der da ein bisschen rumgefahren ist. Mobilität erleben, E-Mobilität erleben. Und ich glaube, das wird jetzt dann die Woche, nächste Woche ab 20. Stuttgarter Messe auch nochmal bei der E-Mobility die Möglichkeit sein. Das wird nochmal stärker auf E-Mobilität konzentriert sein. Und dann übernächste Woche ist schon Hannover Messe. Und da gibt es auch einen Bereich Energy, wo es auch um erneuerbare Energien überhaupt geht und die ganze E-Mobilitätsgeschichte drin ist. Neben diesen typischen Themen vom IoT oder Industrie 4.0, wie das ja bei uns heißt. Also, das jetzt mal nur ganz kurz von der Woche. Nächste Woche, übernächste Woche gibt es dann auf jeden Fall auch interessante Messeberichte. Also, bleibt dran, abonniert den Kanal, dann seid ihr immer auf dem Laufenden und bis zum nächsten Mal.